Scheiße, Fraps. Hat schon wieder alles gesplittet. Wie das Video gerade. Das hat es in 5 Teile irgendwie gehauen. Weil die alle zu groß sind. Fick doch. Henne mal ganz ehrlich. Das können wir rausbauen, auch nicht mehr. Vor kurzem hat ein Erdbeben unsere Stadt erschüttert und danach wurden wir von Monstern angegriffen. Es ist wirklich gefährlich hier und wir brauchen Hilfe. Vor allem unser Schmied hat im Moment sehr viel um die Ohren. Ich bin überzeugt, dass er für jede Hilfe dankbar wäre. Er wohnt gleich dort drüben, links. Die sehen grimmig aus, sind jetzt überhaupt Anhieb mich nett. Wer bist du? Du siehst nicht wie ein richtiger Steamer aus. Du bist uns aber trotz allem willkommen, denn wir brauchen zurzeit jede Hilfe, die wir bekommen können. Falls du dir aber erst einmal eine Unterkunft suchen möchtest, dann versuch's im dampfenden Ross. Bieg einfach an der nächsten Weggabelung rechts ab. Ich muss sagen, die sehen zwar ein bisschen grimmiger aus, aber die sind ganz nett so. Ach, na, ich will hier rein. Hey! Okay, hier ist der Smith. Smith! Kann ich rein? Ja, kann ich. Ich hab das jetzt übrigens wieder ausgestellt. Jetzt, lad. Gucken wir uns erstmal um. Hier geht's lang. Das sind Betten. Leer. Oh Gott, Münzen ist ja schön. Erstmal ausrauben. Ja, ist ja schön so, ne? Oh, das ist Smith hier. Hallo. Du bist einem guten Freund von mir schier wie aus dem Gesicht geschnitten. Bist du Melvin, Odons Sohn? Ja. Weißt du, wenn er nicht gerade über Geschichte philosophiert, bist du sein Lieblingsthema. Das Haus deines Vaters findest du in der Nähe des alten Ölförderturms. Folge einfach der Dorfstraße in Richtung Steamer Park. Vielen Dank. Sehr nett. Sehr nette Menschen hier. Da steht da noch so einer. Unser letzter Besucher hier in Steamer Town war ein echter Volltrottel. Er hat doch tatsächlich den Lagerschuppen der Bergarbeiter, in dem das Dynamit gelagert war, in die Luft gejagt. An diesem Tag muss der arme Barras vor dem neuen Schuppen Wache stehen. Syrandoron, das war der Name dieser Dreamer-Intelligenz-Bestie. Es hat wirklich den Anschein, dass Dreamer nichts als heiße Luft zwischen ihren spitzen Ohren haben. Den Anschein habe ich manchmal allerdings auch wenn es sich jetzt böse anhört. So, vor allen Dingen die Nulpe. Sollte mir anscheinend doch keine Hilfe, bitte. Bei der großen Unterlegscheibe, geh auf keinen Fall auf den Schrottplatz. Da ist irgendetwas Großes, Rostiges und Quietschendes da draußen. Junge. Eigenartigerweise scheint es den Schrottplatz aber nicht zu verlassen. Man sagt aber auch, dass es mit Schrauben schmeißt, wenn man sich nähert. Wo ist der Schrottplatz? Oh, wir müssen es erst erkunden. Ach so. Lass mich dir von dem schrecklichen Tag erzählen, an dem die Erde plötzlich bebte und die Inkarnation des Bösen in vielerlei Gestalt aus den Tiefen der Erde kroch, um unsere schöne Stadt zu zerstören. In jenem Augenblick war ich so gelähmt vom Anblick der grausigen Zerstörung, dass mich Godorn, einer der mutigsten unter uns, rettend in sein Haus ziehen musste. Er hat mir aber nicht nur das Leben gerettet, sondern er hatte uns auch schon Wochen vor der Katastrophe gewarnt, dass unter Tage Ungewöhnliches vor sich ging. Ja, das ist anscheinend ein mutiger Mann. Hast du Fulu schon mal getroffen? Er ist einer unserer Ingenieure, der aber meistens am Schlafen ist, weil er in letzter Zeit so viele Nachtschichten machen musste. Wenn er aber mal wach ist, sieht man ihn nur selten ohne Ölkännchen oder Schraubenzieher in der Hand. Es macht jedenfalls echt Spaß, ihn zu veräppeln. Oh, kleine Kinder, den kann man nicht böse. Ich muss mal kurz, warum ist hier denn schon wieder auf? Was soll denn das jetzt? So, danke. Wahrscheinlich, wenn ich gespeichert wurde. Bevor wir jetzt was anderes machen, ich speichere mal schnell. Bei meiner Ingenieursehre, ist es denn einem hart arbeitenden Mann nicht einmal mehr vergönnt, in Ruhe sein Mittagsschläfchen zu halten? Nö. Oh, dann Hammer. Bitte nicht. Und jetzt raus aus meinem Haus!
gut, dann gehen wir gleich wieder rein. So, bevor ich jetzt diesen Schalter mache, dann gucke ich mir erstmal alles andere hier zu sneaken an. Ein Korken! Ich frage mich... Bei meiner Ingenieursehre. Ah. Und jetzt raus. Okay. Den Korken habe ich aber noch. Ja, habe ich. Sehr schön. Dann hier hin. Ein Ölkännchen und noch ein kleinen Halter. Sehr gut, das wird doch schon mal schön. Hier geht's rein. Hallo. Obwohl es im Moment vielleicht nicht so aussieht, sind Dampfmaschinen unsere Spezialität. Wir haben nur gerade das Problem, dass einige unserer Pipelines Löcher haben und so Dampf verloren geht. Die Löcher müssen unbedingt verschlossen werden, denn sie gefährden die Energieversorgung der ganzen Stadt. Das Kraftwerk wird sonst zu stark beansprucht. Hast du irgendwelche Erfahrungen damit? Nein, aber die lassen sich ja sammeln. Gestopft. So schnell kann das gehen. Jawohl. Wir sind echt total nett. So, das sind hier mal. Schön, dass hier alles hier. So. Ein kleiner Heiltrank. Hier palabere ich gleich. Erstmal. Ah. Leer. Goldmünzen leer. Hier geht's durch. Kann ich den Laufplan? Nö, hier ist nix. Hier ist auch nix. Dann reden wir mit dem Typen hier. Hallo. Hallo und willkommen. Möchtest du vielleicht etwas kaufen oder verkaufen? Oh, wie nett hier sind. So, was gibt's denn? Kombinierte Haltringe sind teuer. Das ist ein kleiner Zaubertrag, mal 20 Gold. Beide Packen gibt's Korken. Ich koche mal Gut, da haben wir aber ein paar Fackeln. Das ist, glaube ich, mal ganz hilfreich. Auch noch ein bisschen Kreide. Ich glaube, die brauchen wir nämlich auch noch. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir die gekauft haben. Ich gehe nur auf den, ich wollte eigentlich noch einen Korken kaufen, aber die müssen uns dann zusammen buchen. Oder wir rauben noch mehr Leute aus. Was haben wir denn hier irgendwo? Eine Farm. Korken, wie schön. So, hier. Ein Topf voll von was auch immer für einen Eintopf. Es kann gefährlich sein, Essen unbeobachtet köcheln zu lassen. Ja, manche Leute könnten das... Na, mein Junge, möchtest du eine Portion von meinem berühmten Steamer-Eintopf? Warum nicht? Eine sehr gute Wahl. So eine halbe Portion wie du braucht etwas Ordentliches zu essen. Warte hier, ich bin gleich mit einem Teller dampfenden Eintopf für dich zurück. Die Sprachgewahl, mich als halbe Portion zu bezeichnen... Naja, aber alles in allem muss ich sagen, sind die Steamer-Leute sehr nett. Ich bin ein Koch und lebe froh und morgen mache ich's ebenso. Die sind sehr nett, die sind mir sympathisch. Die sind nicht wirklich mir sympathisch. Voila, keiner kocht so gut wie ich. Welch ein Duft. Wunderbar, köstlich. Köstlich. Ach ja, wie habe ich das von... Ich erinnere mich gerade hieran. Hier, dein Eintopf. Guten Appetit. Und wenn es dir geschmeckt hat, sag's weiter. Das mache ich gerne, sie lieber Koch. Das ist nämlich sehr sympathisch zu dir. Ach Gott, erinnere ich mich gerade dran. Das ist so schön. Das ist halt einfach nur... So, Schrank. Schrank. Gut, nix. Nix. Blöder Schrank.
Da müssen doch Leute Geld drin haben, da ich klauen kann. Hallo. Zurzeit kommen nicht gerade viele Steamer in unsere Schenke. Meiner Meinung nach wäre aber selbst das Ende der Welt besser zu ertragen, wenn es einen beim gemütlichen Beisammensein mit Freunden träfe. Also, warum essen wir jetzt nicht ganz gemütlich einen Teller von Tumpos leckerem Eintopf zusammen? Weil ich das Ende der Welt verhindern will. Was? Du magst Tumpos Steamer-Eintopf nicht? Na, warum gibst du ihn dann nicht einfach Baras, der den Materialschuppen der Bergarbeiter bewachen muss? Baras liebt Tumpos Eintopf. So, Baras ist dann bestimmt ganz... Wo ist der? Moment. Was? Du magst Tumpos Steamer-Eintopf nicht? Materialschuppen. Na? Hab ich eigentlich als Quest? Schrottkratzbreite. Nee, das hab ich nicht. Bergarbeiterschuppen. Ein Korken. Ich frage mich, wo... Ein Korken. Ja. Ja gut, die Information können wir gut gebrauchen. Vielen Dank für euer nettes Dasein. Ja, ich habe eure Sachen mitgenommen. Hier. Tschüss. So, was gibt's denn hier? Hier ist das dann raus, ne? So. Wir hätten schon eher auf Goduns Warnungen hören sollen. Andererseits hat ihm sein Wissen letztendlich auch nicht viel genützt. Sorry, dass da man zugehört hat. Hier ist noch eine Gaspipeline, ist hier irgendwo ein Loch drin, ein Löchelchen. Ne, anscheinend nicht. Gut. Oh, ich liebe diese Spiele, ganz ehrlich, das macht mir gerade riesen Freude. So, da war ich dran, mit der Frau, ich glaube. Da ist noch mehr Gaspipeline. Was ist denn hier drin? Achso, hier ist das Dunkle. Jetzt haben wir noch nie auf der Karte, haben wir noch nicht so viel, ne? Echt, die Zeit, diese Karte vollzuständigen, ja. So, zweite Reihe von Häusern. Ab und an haben wir schon mal mit Monstern zu tun gehabt, aber es waren nie so viele wie seit dem Beben. Es sind inzwischen Hunderte, die unter der Erde darauf lauern, uns anzugreifen, wenn es dunkel wird. Daher ist es derzeit sehr gefährlich, nachts allein herumzulaufen. Vor allem den Friedhof solltest du meinen, denn der wird angeblich auch noch von Geistern heimgesucht. Oh, Friedhof bitte nicht. Oh ja, sehr schön. Aber wahrscheinlich müssen wir auf den Friedhof. So, hier ist kaputt, da ist kaputt. Komm runter. Ich will hier durch. Ja. Schaut euch unser Haus an. Völlig niedergebrannt. Und es gibt nirgends in dieser Stadt genug Wasser, um die Feuer zu löschen. Geschweige denn das Kraftwerk zu kühlen. Normalerweise ist die Wasserversorgung völlig unproblematisch, weil wir ja ein Netz von Pipelines und Röhren haben, das die Stadt versorgt. Jetzt ist allerdings die Pumpe am Wasserreservoir ausgefallen. Wir müssen sie dringend wieder in Gang bekommen. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich kann auch nicht alles gleichzeitig erstmal... Gestopft. So schnell... So, die nächste Pipeline gestoppt, das ist auch mal schön. Hallo. Letztes Jahr haben ein paar Freunde und ich Rizinusöle das Hochzeitsessen von so einer griescremigen Bedienung geschüttet, weil sie uns einmal rausgeworfen hatte. Wir wollten uns halt ein wenig rächen. Es war ein im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagender Erfolg. Sie hatte nie herausgefunden, dass wir das waren. Der arme Koch, seit diesem Tag ist Tumpos Ansehen als Koch dahin und kaum einer geht noch zum Essen ins dampfende Ross. Oh, das war nicht schön. Da hätte die anders lösen können, oder? Ach je. Was ist denn das da? Keine Ahnung. Hallo. Oh, bitte, bitte versprich mir, dass du ins Bergwerk gehen wirst, um nach meinem geliebten Ehemann Rumtok zu suchen. Er ist Bergarbeiter und vor 2 Tagen nach seiner Schicht nicht wieder zurückgekehrt. Wahrscheinlich ist er nur verletzt, aber bisher hat keiner hier den Mut aufgebracht, in die Mine zu gehen und ihn zu suchen. Aber du bist doch aus ganz anderem Holz, oder? Ein Glück werden fast alle meine Aufgaben. Rette Rumtok, den Bergarbeiter, sehr schön. Hallo. Baras, die Wache ist immer hungrig. Die einfachste Art, mit ihm Freundschaft zu schließen, ist... indem man ihm etwas zu essen besorgt. Sich mit Baras gut zu stellen bedeutet praktisch, sich mit seinem immer knurrenden Magen gut zu stellen. Eintopf ist seine Leibspeise. Das würde ich machen. Baras ist unbestechlich. Es... Ja, gut. Meine Tante Nanda hat vor kurzem einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ihr geliebter Mann Rumtok gilt nämlich als in den Tiefen des Bergwerks verschollen. Die einen sagen, dass er bei einem Nachbeben verschüttet wurde, andere glauben, dass ihm der Weg abgeschnitten wurde. Seit Nanda davon weiß, hat sie jedenfalls kein Auge mehr zugetan. Mein Gott, wo geht's denn ins Bergwerk hier? Mein geliebter Gatte Rumtok ist immer noch dort unten in der Mine. Hast du denn nicht genug Mut? Ja,
ist ja gut. So, was ist das jetzt hier? Nächstes Haus. Gehen wir mal rein. Und plündern. Ein alter Mann im Rollstuhl. Wohnt er ganz alleine hier? Oh. Hat sowieso nichts, oder? Irgendwie, nee, ich komme mir gerade so ein bisschen gemein vor, dass ich versuche, einen alten Mann im Rollstuhl. Kreide, ist schön. Denn nichts hat Ordnung auszurauben. Ein Korken! Ah, ich frage mich. Na, hallo, man nennt mich Oraki. Und wer bist du, halbe Portion? Sag mal. Wie ein Steamer siehst du nicht gerade aus. Eigentlich bin ich gerade dabei, meine Medizin, mein Rizinusöl zu suchen. Gefunden. Es ist sehr nützlich und vielseitig verwendbar. Ich würde dir sogar ein Fläschchen abgeben, wenn du mir zunächst einen Gefallen tust. Meine süße kleine Katze ist weggelaufen. Kannst du sie mir zurückbringen? Aha, so eine Katze ist weggelaufen. Okay, ja, aber das machen wir alles im nächsten Part. Und ich finde es total super. Ich bin gerade richtig happy. Und ich spiele jetzt gleich auch weiter. Ich habe noch jede Menge Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung wegen den Videosequenzen, aber die werde ich euch ja nebenbei beschreiben, wenn die nicht zu viel labern. Was sie eigentlich bisher in den beiden nicht getan haben. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.